Welcome to One World Observatory. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Stefan von Love in New York und heute nehme ich euch mit auf einer meiner absolut schönsten und besten Aussichtsplattformen hier in New York. Wovon rede ich? Vom One World Observatory. Natürlich ist das One World Observatory auch Teil von unserem Reiseführer und es sollte auch Teil von deinem Reiseplan sein. Warum? Das möchte ich dir hier zeigen. Ich zeige dir einen kompletten Rundgang, dass du schon weißt, warum du unbedingt hergehen sollst. Ich zeige dir die wichtigsten Gebäude, die du von hier siehst und ich stelle dir alle Ticketoptionen und sogar noch eine Sparoption vor. Also viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Ich bin jetzt schon oben am One World Observatory. Die Tickets habe ich schon gekauft vorab und bin jetzt ganz oben in der 101. Etage. Bin ja ganz oben und schaue auf Midtown Manhattan. Ist super beeindruckend, oder? Was ihr hier seht, da unten ist einer meiner absoluten Lieblingsspots. Da unten, da müsst ihr unbedingt hingehen. Das ist das Grand Banks. Ein festgemachter Zweimaster an den Chelsea Piers, an den Pier 26. Hier oben sind dann die Chelsea Piers. Und ihr guckt auf die tolle, tolle Skyline von New York. Was ihr hier vor allem seht, was so total auffällt, ist auf jeden Fall dieses Gebäude. Jenga Tower heißt das. Ist ein Wohngebäude und sieht aus wie gestapelte Jenga-Steine, wie das Spiel. Was noch seht ihr? Dort hinten sind die Hudson Yards. Die sind relativ neu mit der Aussichtsplattform The Edge. Ich zoome mal ran, dass ihr das seht. Da ist die Aussichtsplattform The Edge. Da oben, da werde ich auch noch hingehen. Da, es lohnt sich auf jeden Fall. Es hat einen gläsernen Boden. Das ist die, wie gesagt, das sind die Hudson Yards. Weiter rechts davon sind die nadelförmigen Wolkenkratzer, die da am Central Park stehen. Da hinten seht ihr sogar den Central Park durchschauen. Was auch auffällt, ist natürlich das wunderschöne Empire State Building. Richtig, richtig toll. Und die neueste Aussichtsplattform von New York ist direkt daneben. Das ist hier das Summit One Thunderbolt. Richtig, richtig schön. Da haben wir auch ein Video für euch. Und da werdet ihr auch sehen, warum es sich lohnt, hinzugehen. Und das altehrwürdige Chrysler Building. Wenn man sich mal vorstellt, dass das mal ja eins der größten Gebäude der Welt ist, wie klein es jetzt mittlerweile ist, dann seht ihr, welchen Wandel New York gemacht hat. Das ist sozusagen der Blick Richtung Uptown Manhattan. Weiter geht's. Wir wandern jetzt sozusagen im Uhrzeigersinn. Ihr seht, hier oben ist ein kleines Restaurant. Da könntet ihr auch sitzen. Weiter hinter ist noch eine Bar, wo ihr dann aus dem Fenster schauen könnt. Und das ist natürlich schon wieder ein ganz, ganz geiler Blick, wie ich finde, Richtung Brooklyn. Ja, ist immer ganz leicht zu merken, wie die Namen der Brücken sind. BMW, Brooklyn, Manhattan und da hinten ist die Williamsburg Bridge. Was für ein grandioser Ausblick, Leute. Es lohnt sich auch immer mal wieder direkt nach unten zu schauen. Ihr seht immer, wie hoch ihr eigentlich seid. Das ist einfach unfassbar. Richtig, richtig schön. Nehmt euch auf jeden Fall genug Zeit mit, wenn ihr hier auf das One World Observatory schaut. Was auch ganz neu ist, da drüben, das ist der Domino Park. Das ist Brooklyn auf der anderen Seite vom East River. Hier unten ist das berühmte Karussell, Jane's Karussell. Ich hole euch noch mal ein bisschen näher ran. Da ist Jane's Karussell. Lohnt sich unbedingt hinzugehen. Ihr seht, die vielen Fähren hier fahren. Nutzt die Zeit. Die Fahrt mit der Fähre ist super günstig. Es ist eine ganz, ganz entspannte Art, hier unterwegs zu sein. Wenn ihr über die Brooklyn Bridge spazieren wollt, empfehle ich euch den Weg von Brooklyn nach Manhattan, weil ihr die ganze Zeit auf das wunderschöne One World Observatory und die Skyline schaut. Und wenn ihr in Brooklyn seid, nehmt euch die Zeit, in den Brooklyn Bridge Park, das ist die ganze grüne Fläche, die ihr unten seht, zu spazieren. Der Time Out Food Market ist hier hinten neu. Da lohnt es sich, essen zu gehen, weil ihr oben sitzen könnt und einen richtig tollen Ausblick habt. Weiter geht's. Wir gehen jetzt mal weiter Richtung Süden. Ist immer ein richtig schöner Blick. Ihr seht, ist auch immer viel los. Und eigentlich auf jeder Seite gibt es was Schönes zu entdecken. Jetzt schauen wir Richtung Südosten. Wir sind noch nicht ganz Richtung Süden. Lohnt sich auch. Guckt mal hier, ist das nicht beeindruckend?
blauer Himmel und dann schaut ihr runter und ihr guckt von oben auf den Oculus. Dieser neue spacige Bahnhof. Ganz, ganz toll. Drüben ist der Brooklyn Bridge Park. Da hinten ist übrigens das Schwesterschiff von dem Grand Banks, was ich erwähnt habe. Da ganz hinten, das da, neben der grünen Spitze, da hinten, heißt Pilot. Ist ein ganz, ganz toller Ort. Ähnliches Konzept wie das Grand Banks mit wunderschönen, ja, Blick auf die Starten und landenden Helikopter, die direkt hier unten loslegen. Nächster Spot. Jetzt wird es richtig, richtig schön. Wir gucken jetzt Richtung Süden. Guckt euch das mal an, wie viel hier los ist. Ist der Hammer. Das ist Governors Island. Ist jetzt seit neuestem auch ganzjährig geöffnet. Das war sonst immer nur in den Sommer- und Frühlingsmonaten geöffnet. Nee, bis Oktober sogar, aber im Winter nicht. Ist jetzt komplett geöffnet. Hier rüber fahren die Staten Island Ferries bis rüber nach Staten Island. Hier unten ist der Battery Park. Ihr seht die Freiheitsstatue, die sehen wir gleich noch mal besser. Und jetzt, auch wenn es spiegelt, gucken wir mal nach unten. Hier guckt ihr von oben auf, ja, das Gebäude, was ihr da seht, das da, das ist das 9/11 Memorial Museum und auf das Memorial schaut ihr. Und der Blick ist einfach nur grandios. Weiter geht's. Ich gehe mal ein bisschen schneller. Hier finden regelmäßig kleine Events statt. Da wird dann erzählt, was man hier alles sieht, was man alles machen kann, was man alles erleben kann. Ich springe mal gleich ein Stück rüber. Wenn ihr Glück habt, gibt es auch ab und zu kleinere Events. Das hatte ich auch schon einmal das Glück, dass dann oben hier Live-Musik war. Und dass das noch viel, 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 viel ja, besonderer war. Aber ihr seht, es ist einfach traumhaft. Statue of Liberty. Ich nehme mal, zoome euch mal wieder ran. Statue of Liberty. Ihr seht, wie viel hier tatsächlich los ist. Ihr seht Ellis Island. Und dieser kleine Spot da ist mein absoluter Geheimtipp. Der da. Das ist Willy Wall. Das schwimmende Yachtclub, von dem ihr vom Manhattan Yachtclub, und dort könnt ihr abends sitzen und wunderschön auf die Skyline gucken. Absoluter Insider-Tipp, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Hier seht ihr jetzt auch eine der Ferries, wie sie gerade ablegt. Ja, das ist die Staten Island Ferry, die rüber nach Staten Island führt. Was auch schön ist, wenn ihr den Sonnenuntergang genießt, Sonnenuntergang ist dann auf der Seite, ist das einfach nur richtig, richtig traumhaft. Letztes kleines Stück. Dann habt ihr tatsächlich alles gesehen hier ringsherum. Und ihr seht schon, ich bin echt begeistert. Das ist so ein toller, toller Ort mit einer super schönen Aussicht. Es lohnt sich einfach hier auch Zeit mitzubringen und die Zeit zu genießen, wenn ihr hier seid. Das ist das Sky-Portal. Was ist daran schön? Ihr seht unter euch, unter euren Füßen, eine Animation, wie es wohl aussehen würde, wenn das hier ein Glasboden wäre, wie klein die Autos sind. Das in echt kann man jetzt, ich nehme euch mal mit, das könnt ihr ja jetzt tatsächlich hier live erleben bei The Edge. Die hat ja einen echten Glasboden. Gehen wir hier rüber. Und jetzt sind wir wieder am Anfang mit dem sensationellen Blick auf den Hudson River, auf die Skyline von Midtown Manhattan, und es ist einfach nur brutal beeindruckend, wie ich finde. So, ihr Lieben, das war mein kleiner Rundgang durch das One World Observatory. Habt gesehen, es ist einfach unglaublich beeindruckend. Kommt unbedingt her, nehmt euch Zeit. Eigentlich ist es egal, ob ihr tagsüber kommt oder abends herkommt. Es ist immer schön, es ist immer eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Der Blick ist richtig, richtig schön, und ja. Ich habe noch erwähnt, es gibt ja noch zwei Tipps dazu, es gibt verschiedene Ticketoptionen. Ihr könntet die kaufen, Einzeltickets verlinke ich unten drunter, die beste Option mit Fast Track. Das heißt, ihr spart euch die Wartezeit. Gerade wenn ihr euren Zeitplan eng getaktet habt, ist das eine super Option. Verlinke ich unten drunter, da kriegt ihr richtig günstig tolle Tickets. Und dann habe ich noch einen Spartipp. Das One World Observatory, das Ticket, ist bei den New York Pässen mit enthalten. Und ihr könnt damit, einmal gekauft, richtig viel sparen. Wie das genau funktioniert, das ist sozusagen ein Sammelticket für ganz, ganz viele Attraktionen. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf lovenewyork.de/sparen. Also schaut euch das unbedingt an. Ist ganz, ganz einfach, super einfach zu handeln. Alles über die App, oder ihr könnt es auch einfach ausdrucken, zeigt ihr unten vor und zack.
wird sogar euer Sightseeing-Trip noch günstiger, als wenn ihr die separat kauft. Beide Optionen sind toll. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die ersten Eindrücke wieder hier vom One World Observatory von mir nach der ganzen Pandemie. Ich bin sehr beeindruckt, genieße jetzt noch ein bisschen meine Momente hier oben. Und ja, schön, dass du dabei warst, schön, dass du das Video angesehen hast. Wenn du Fragen hast, hau es in die Kommentare. Viel über das Financial District findest du auch natürlich in unserem Reiseführer. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß in New York, viel Spaß beim Inspirieren lassen.